Hallo, hier ist der Ralf von Rudi Heger Fliegenfischen und wir wollen euch heute eine Bindeanleitung zeigen für eine extrem erfolgreiche Nymphe, und zwar für die Drop-Nymphe oder Trout Trap. Ist eine Art der Offbeat-Nymphe. Hier ist eine Offbeat-Perle verarbeitet, was wirklich für viel Furore gesorgt hat, und im Prinzip sind diese Nymphen sehr leicht zu bauen und fischen unheimlich effektiv. Wir haben hier einen 37-69er TMC-Haken, verschiedene Größen hier jetzt als Beispiel, Größe 10. Und darauf ist eine 4,6 mm Tungsten Offbeat aufgebracht. Die habe ich einfach auf die Hakenspitze aufgeschoben. Wichtig ist mit der kleinen Öffnung zum Öhr. Und dann nimmt da einfach einen stabilen Bindefaden. Ich habe hier einen Technical Tying Thread und einen Keramikbobbin, was sehr gut zusammenpasst. Und dann geht es auch schon los. Da mache ich eine Grundwicklung bis hinten in den Hakenbogen hinein. Und dort forme ich mir einen kleinen Huppel. Das werde ich grundsätzlich, mache ich das mit all meinen Fliegen. Lackiere ich einmal die Grundwicklung, und hier habe ich den Zeppe Gap Brush On. Gibt es auch mit zwei feinen Kanülen, den Standard Zeppe Gap. Da sollte einfach jeder verwenden, was er am liebsten mag. Der Vorteil von dem Zeppe Gap ist übrigens, der ist wasserfest. Riesenunterschied zu vielen Sekundenklebern, und er bleibt elastisch. Also nicht wundern, nur kann ich auch einen normalen Sekundenkleber hernehmen. Das ist so nicht ganz korrekt. So, jetzt hier wieder zu unserer Fliege. Jetzt bin ich hinten angelangt, habe meinen kleinen Huppel dort geformt, und dann nehme ich 6 bis 8 Fibern vom Rebhuhnbalg oder Rebhuhnrupf, binde die hinten ein, wickel die zweimal nach unten und schneide den Rest dann ab. Die Perle hängt erstmal nach unten, die hat jetzt noch nicht die Position, wie sie am Ende ne einnehmen sollte, das zeige ich aber gleich noch. Als Rippung für den Körper nehme ich einen handelsüblichen Kupferdraht, gibt es in den verschiedenen Farben. Hier haben wir jetzt Standard Kupfer. Den lege ich über den ganzen Hakenschenkel an, damit es da keinen Unterschied in der Breite gibt. Und wickle ich auch wieder bis nach ganz hinten. Und jetzt geht es ums Dubben des Körpers. Und zwar nehme ich hier ganz einfach ein Hasenohr oder Squirrel Dubbing her. Ganz praktisch sind beispielsweise auch diese Dubbing-Stränge, Squirrel-Dubbing-Strang. Gerade wenn man damit anfängt, tut man sich mit diesen Dubbing-Strängen einfach ein bisschen leichter. Ja, das kann jeder machen, wie er mag. Ich fange jetzt einfach mal an, hier das Dubbing auf zu tragen auf den Bindefaden. Hier auch ein bisschen drauf achten. Vorne ein bisschen dünner, hinten ein bisschen dicker. Während einfach um die Form des Dubbing-Körpers dann auch dem natürlichen Insekt nachzuempfinden. Jetzt habe ich mein Dubbing aufgetragen und fange schon an, den Körper zu formen. Vorne wird es ein bisschen dicker. Genau, und hier gehe ich jetzt schon wieder zurück. Das war es im Prinzip schon. Jetzt ribbe ich den Körper, führe den Kupferdraht nach vorne. Das ist ein schöner, feiner, dezenter Körper. Wichtig ist, gerade am Anfang nimmt man gerne zu viel Material. Und dadurch ist die Optik der Fliegen, naja, nicht ganz so schön. Deswegen seid sparsam. Und schaut euch natürliche Insekten an. Das ist immer das beste Vorbild, wie man das am besten machen sollte. Jetzt habe ich hier den Körper gedappt. Schwanzfäden sind eingebunden, Rippung ist vollzogen. Und jetzt möchte ich eine Flügelscheide für die Abdeckung des Thoraxbereichs einbinden. Und hier nehme ich jetzt handelsübliches Raffia Kunstbast. Man kann aber auch ganz normal einfach Fibern der Fasanenstoßfeder nehmen. Dafür drehe ich die Nymphe einmal rum, weil die Nymphe ja upside down fischt. Das heißt, so wie ihr die Nymphe jetzt ungefähr seht, der Perle weiter unten, fischt die Nymphe auch.
Also ist auch der Thoraxbereich und die Flügelscheide dann nach oben gerichtet. Und ich habe den Dubbingkörper ungefähr ein Drittel vom Haken, von der Hakenschenkellänge habe ich das angefangen. Hier binde ich jetzt den Thoraxbereich ein. So. So, jetzt ist auch schon die Perle, hat sich jetzt auch schon ausgerichtet. So wird sie dann hinterher sein. Und jetzt sind wir auch schon beim Dubben des Thoraxbereichs. Und hier nehme ich auch wieder ein Hasenohr oder ein Squirrel Dubbing her. Und wie ihr es ein bisschen seht, das habe ich gemischt mit etwas Eisdubbing. Was sehr praktisch ist, weil dann einfach ein bisschen Glitzer reinkommt. Und das ist einfach attraktiv dann. Hier seht ihr das Eisdubbing. Genau. Auch das füge ich jetzt dem Bindefaden hinzu. Zwirbel es zwischen Daumen und Zeigefinger auf den Bindefaden. Auch für den Anfang, was da sehr gut hilft, ist ein bisschen Dubbing-Wachs herzunehmen, weil dann das Dubbing auf dem Faden einfach mehr haftet. Und jetzt fange ich vorne bei der Perle an, um gleich eine Fixierung der Perle zu erreichen. Die Perle kann man ein bisschen festhalten, dass die dann wirklich hier vorne sitzt, wo sie sitzen soll. Gehe nach hinten. Da darf der Thoraxbereich ruhig ein bisschen dicker sein. Jetzt füge ich noch ein bisschen Dubbing hinzu. Gar nicht, da braucht man nicht so sparsam sein, weil nämlich der Thoraxbereich wird dann noch ausgebürstet. Und hier ist jetzt auch entscheidend, hier gehe ich jetzt an die Perle ran, dass die schön fixiert wird. Nochmal nachdrücken. Und hier ist jetzt wichtig, einen guten Faden zu haben, weil man wirklich auch anzieht. Jetzt lege ich die Flügelscheide rum, drücke die mit dem Fingernagel ein bisschen fest. Erst zweimal locker festbinden. Jetzt fester anziehen. Und gar nicht zu knapp abschneiden, weil sonst passiert es, dass der Bindefaden unter dem Material wieder rausrutscht. Jetzt kann ich es schon wieder rumdrehen. Zack. Genau, jetzt ziehe ich da ordentlich an, fixiere alles noch ein bisschen. Und jetzt kann ich schon mit dem Whip-Finish kommen. Erstmal einen. Eins, zwei, drei. Anziehen. Und jetzt, weil ich mit dem Sekundenkleber nicht an die Perle oder an das Dubbing kommen möchte, mache ich Trick 17, einfach ein bisschen Brush-on-Sekundenkleber auf den Faden aufbringen. Jetzt den Whip-Finisher nehmen, ein bisschen unterhalb ansetzen und damit jetzt den Whip-Finish machen. Jetzt ist der Faden getränkt und der Kopfknoten wird gleich sozusagen mit lackiert abschneiden. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Teil. Jetzt nehme ich meine 3-in-1 Dubbing Brush mit einer Nadel und der Bürste und hinten ein Öhr. Jetzt kann ich das hier prima auszupfen. Erst so ein bisschen mit der Nadel grob und dann kann ich die Bürste nehmen, dass das schön ausgebürstet wird. Kann ruhig der Anfang des Körpers auch ein bisschen mit ausgebürstet werden. Schön nach hinten streifen. Und schon habe ich eine wunderschöne Nymphe. Hochfängig, sinkt super tief ab. Umso sparsamer ihr bindet, umso tiefer sinkt die Nymphe. Dreht sich rum, die Hakenspitze zeigt dann immer nach oben beim Fischen, quasi so. Und ihr habt viel, viel weniger Hänger, hervorragende Hakeigenschaften, extrem fängige Nymphe. Deswegen sind die auch so erfolgreich. Gibt es in allen Varianten. Die Materialien findet ihr unter dem Bindevideo. Wir wünschen viel Spaß beim Nachbinden und schickt uns ein paar Bilder von den Erfolgen. Ciao!